Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sprechen heute über die 10 Dinge, die mich absolut stören an Hogwarts Legacy. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das Ganze auch live spiele, dann findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal hier unten in der Infobox. Planmäßig bin ich da immer Montag, Mittwoch und Sonntag online. Und wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Und zwar ist mir das relativ schnell im Game aufgefallen. Ich bin da so ein bisschen rumgelaufen, hab so gedacht, alles klar, cool, irgendwann werde ich schon fliegen können. Ich sehe dieses große Quidditch-Feld, ich denke mir so, yes! Da werde ich sowas von alle Punkte holen. Ich werde den Schnatz fangen, ich werde Sucher von Ravenclaw, es wird super. Und dann dieses Jahr kein Quidditch, wegen Verletzungen aus dem letzten Jahr. What? Da kann man nicht hin, oder was? Also ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht so ein DLC irgendwann geben wird, dass man das sozusagen dazu kaufen kann oder in einem Update oder so, keine Ahnung. Aber kein Quidditch. Das war schon sehr sad. Also ich mag es schon sehr gerne rumzufliegen auf meinem Besen durch Hogwarts, durch die Ländereien, durch whatever. Und dann kein Quidditch spielen. Dieses Rennen fliegen, das tut es irgendwie nicht so für mich. Ich würde schon gerne auch so Bälle schnappen und sowas. Und mich dann so für die Position des Suchers bewerben oder halt einfach so ein Hüter sein, der dann versucht die ganze Zeit diese Bälle da abzuwehren. Ich hätte es richtig cool gefunden. Und weil wir auch schon mal bei Flugobjekten sind, gehen wir direkt da auf zum Punkt Nummer 2 über. Und zwar, was mich richtig nervt, ist, dass man nicht überall mit dem Besen hinkommt. Ich finde es so merkwürdig, weil allein, also das, was ich am komischsten finde, ist einfach, dass man nicht nach Hogsmeade reinfliegen kann, sondern dass man vorher so stoppen muss, auf der Brücke davor landet, nur um dann halt reinzugehen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wäre das irgendwie wie so eine Zone, wo man auch keine Drohne fliegen darf oder so, dass es halt so innerstädtisch ist und dass man da nichts kaputt macht. Aber da sind halt auch Trolle und da, du kannst ja trotzdem darin zaubern, du kannst ja trotzdem Bombarder auf die nächste Tür anwenden. Aber du darfst nicht mit deinem Besen reinfliegen. Und es ist ja auch nicht nur in Hogsmeade so, sondern du kannst ja auch in so Höhlen zum Beispiel deinen Besen nicht verwenden, was Sinn macht, weil du halt sonst irgendwelche Rätsel einfach lösen könntest, indem du irgendwo drüber fliegst. Aber es ist ein bisschen, Und dazu auch direkt so ein kleiner Nebenpunkt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher mit dem Hippogreif oder mit dem Besen fliegt, weil ich wollte eigentlich voll viel mit dem Hippogreif rumfliegen, aber das ist einfach zu umständlich. Ich habe das Gefühl, dass es viel länger dauert, da irgendwie aufzusteigen und abzusteigen und dass es ja auch langsamer ist. Deswegen fliege ich eigentlich überall mit dem Besen hin. Punkt Nummer 3 ist so eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich dann auch mal meine Beine benutzt habe und durch Hogwarts gelaufen bin. Und zwar finde ich es richtig merkwürdig, dass wenn man eine Gruppe von Schülern sieht, dass sie ganz oft aus verschiedenen Häusern kommen. Und ich fand den ersten Gedanken erstmal cool, dass halt nicht immer nur alle Gryffindors zusammenstehen, alle Hufflepuff zusammenstehen, sondern dass man halt da mal einen Ravenclaw mit einem Gryffindor sieht, weil das ja auch irgendwie so Sinn macht, dass man sich halt nicht nur mit dem eigenen Haus anfreundet. Aber, also so logisch denkend, ist es doch schon eher so, dass man erstmal die Leute anfreundet, die in einem eigenen Haus sind, mit denen man irgendwie den Gemeinschaftsraum teilt und mit denen man in einem Zimmer schläft. Einmal habe ich gesehen, dass so ein Haufen Slytherins aufeinander, auch so 5 Stück, und ich war so, wow, die haben alle grün an. Und das war einmal. Und sonst sehe ich immer nur verschiedenfarbige Häuser zusammen. Und erst wenn man das einmal gesehen hat, kann man das nicht mehr nicht sehen. So sinnmäßig würde man doch die ersten Friends im eigenen Haus machen, oder? Und dann machen wir auch schon direkt weiter mit Punkt Nummer 4, und zwar, wo sind die ganzen Kids? Also Hogwarts hat ja nicht nur 5-Klässler. Hogwarts hat ja auch Erstklässler, die 11 sind. Und ab und zu sehe ich so eine Figur, da denke ich, ah, die sieht ein bisschen jünger aus. Und mir fehlt so ein bisschen, dass ich da auch so Kids spielen sehe, die irgendwie durch, weiß ich nicht, die Flure laufen und so ein bisschen so 11-Jährige sind, die Hogwarts gerade auch zum ersten Mal sehen und die so ein bisschen rumlaufen und sind so, wow, das bewegt sich ja und sowas. Also so dieser Enthusiasmus, den man so als Erstklässler in Hogwarts hat, der fehlt mir so ein bisschen. Und apropos, dass ich keinen Kindern auf den Fluren begegnet bin, wem ich auf dem Flur begegne, ist Sebastian, mein Punkt Nummer 5. Ich bin mit Sebastian unterwegs, so riskiere mein Leben für den, gehe mit dem zu seiner Familie, in sein Dorf, whatever, und dann treffe ich den auf dem Gang und denke nur, wir können literally gerade von einer Mission zurückgekommen sein. Und dann läuft er einfach an mir vorbei und man kann nicht mit dem interagieren. Außer der ruft einen halt wieder an und sagt so, yo, hast du gerade Zeit, ich brauche dich doch nochmal. Und dann sagst du so, ja okay, komm, ich lasse alles stehen und liegen und helfe dir. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Aber so, wenn ich mal was will, wenn ich mal reden will, dann ist er nicht da. Aber genauso ist es auch mit Nutty und mit Poppy, wenn man irgendwie so mal mit denen reden will, dann lassen die einen links liegen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zumindest so ein bisschen so, hey, was geht? Oder die sollten halt einfach gar nicht auftauchen, weil dann sieht man die auch nur, wenn die einen sehen wollen. Auch wieder ein guter Übergang, eine Person, die ich weniger sehen will oder weniger hören will. Punkt Nummer 6, die Frau an diesen Flohflammen. Hätte man nicht so ein paar mehr Sprüche aufnehmen können, als immer nur dieses, na, wieder auf Abenteuertour? Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Wer hat denn da mit mir geredet? Ich habe aber auch gehört, dass es mittlerweile so einen Mod gibt, den man installieren kann und dann hört die auf zu reden. Also wenn euch das auch stört, schaut da mal nach. Und so ähnlich nervig ist es auch, wenn man irgendwie nach Hogsmeade kommt und jedes Mal dieser Satz kommt so, auf geht's nach Hogsmeade. Immer wieder. Auf geht's nach Hogsmeade. Immer wieder. Auf geht's nach Hogsmeade. Es gibt aber auch noch eine andere Frau, die auch immer wieder dasselbe sagt. Und zwar bin ich das und ich sage immer wieder, abonniert jetzt meinen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Punkt Nummer
7,7 ist auch eine Sache, die mich absolut nervt. Ich verstehe nicht, warum man das eingebaut hat, weil es macht einfach keinen Sinn für mich. Und zwar das Schlösserknacken bei Alohomora. Also generell diese ganze Sache mit diesen Demigeist, oh, dass man die finden kann und nur bei Nacht, okay, okay. Aber dass man halt ein Schloss noch aufbrechen muss, wenn man den Zauberspruch schon weiß. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine Sache ist von, weiß ich nicht, dass die Dateien und die Daten dahinter erst laden müssen. Und deswegen gibt es diesen Ladebildschirm, an dem man halt so aus Spaß irgendwie das Schloss knackt. Aber es ist so unnötig. Wirklich, bei keinem anderen Zauberspruch muss man das machen. Und da fühlt sich das einfach an wie Zeitverschwendung. Ich habe übrigens auch noch keine Alohomora 3, weil ich noch nicht alle Demigeist habe. Super. Punkt Nummer 8 auf dieser Liste ist eher so ein übergreifendes Thema, und zwar, dass viele Dinge keine Konsequenzen haben. Das Spiel ist halt riesengroß, da kannst du natürlich nicht dich für eine Sache entscheiden, das ändert sich komplett, sondern die meisten Sachen führen auf dieselben Sachen hinaus. Aber was ich so weird finde, ist, dass man halt bei manchen Aufgaben so komplett schleichen muss, niemand darf einen entdecken, aber du darfst so nachts einfach raus oder in den verbotenen Wald, obwohl er verboten ist, und du kannst auch einfach so vor Lehrern die unverzeihlichen Flüche anwenden, und es ist fein, es ist okay, wird drüber hinweggesehen. Nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, ich habe es bisher nur gehört, ich versuche das Spiel ohne die Unverzeihliche zu spielen. Ich lerne sie, aber ich will sie nie anwenden, wenn es geht. Ich hoffe, das geht. Schauen wir mal. Ich finde es ja sehr cool, dass ich einfach rausgehen kann, dass ich einfach nachts rausgehen kann und dass ich einfach mitten im Wald schlafen kann, weil ich will, dass der nächste Tag ist. Fein. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es so einen kleinen Trick geben würde. Also, dass man dann vielleicht, wenn man nachts raus will, unsichtbar ist oder dass man schleichen muss. Zum Beispiel einfach nur schleichen. So. Ich schleiche nämlich gerade auch sehr viel, wenn ich so in Banditenlager gehe und dann einfach alle mit Petrificus Totalus irgendwie umniete. Und das ist auch mein Punkt Nummer 9. Ich habe das Gefühl, dass es viel zu viele Kämpfe gibt. Man kommt ja wirklich nirgendwo hin, also ob man irgendwie an eine Höhle möchte oder an ein altes Bauwerk oder so, überall sind halt einfach immer Gegner, die man erst besiegen muss. Und das ist auch so ein kleines, grundlegendes Problem, was ich mit dem Ganzen habe, und zwar, ich möchte nirgendwo da leben. Also früher war das immer so, ja, ich will in Hogwarts leben und das ist voll cool, aber du wirst ja überall angegriffen. Selbst in den Dörfern, das ist ja nicht nur dazwischen, sondern du kommst in so ein Dorf und dann hörst du irgendwie, der ist getötet worden, der ist beklaut worden, da kannst du nicht hin, weil da sind Inferi, da sind Wölfe, da sind irgendwelche Kobolde. Ich habe das Gefühl, du bist nirgendwo sicher auf dieser ganzen Karte. Also auch wenn ich einfach nur jemand wäre, der einfach in diesem Dorf wohnt, ich würde mich da ja nicht wohlfühlen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Storyline, dass sich gerade das Böse da verbreitet. Aber die Spinnen und die Wölfe und all, die haben, das hat ja alles damit nichts zu tun. Die sind halt immer da und die leben auch immer da. Und ich hätte Angst, da irgendwo zu wohnen. Ich dachte früher, das sind mal ganz niedliche und süße Dörfer. Und so ein bisschen daran anschließend, auch weil ich gerade die Höhlen erwähnt habe, ich finde, dass sich Quests ganz oft zu sehr wiederholen. Wenn man einmal so ein kleines Rätsel in so einer kleinen Höhle gelöst hat, beim nächsten Mal denkt man dann so, ja, okay, cool, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber wenn das dann halt noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal passiert, dann denkt man irgendwann so, ich wünsche mir ja, dass ich am Ende 100% vom Spiel gespielt habe, deswegen mache ich das dann halt auch, damit ich dann auch alles erkundet habe. Und was mich auch nervt, ist, dass ich einer AI die Aufgabe gestellt habe, mir die schwersten Harry Potter Fragen ever zu stellen und es kläglich versagt hat. Das Video dazu findet ihr einmal hier oben. Und wenn ihr hier drauf klickt, könnt ihr direkt meinen Kanal abonnieren oder einfach hier unten auf abonnieren, und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich habe ja auch schon gesagt, das Ganze ist eher Meckern auf hohem Niveau, also schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video oder bei meinem nächsten Livestream wieder. Macht's gut, ihr Lieben!